Ja, Leute, was geht? Und wir machen weiter mit einer neuen, wunderschönen Folge von Let's Play Red Dead Redemption 2. Ist das Ding eigentlich immer noch zu? Da ist ein Aufrufzeichen hinten dran. Was soll das heißen? Train is delayed, but only for a moment. Hello there and welcome. Das Geld leider nicht. Nur das Geld muss ich noch zusammenbekommen. Thanks. Vielleicht sollten wir es dann doch bezahlen, bevor es nachher zu gravierend wird. Aber wir hätten auch einfach unser Ding aufsetzen können. Bei der Schießerei vorhin in der Stadt. Wenn dann sollst du nicht das ziehen, sollst du das jetzt. Nee, das jetzt ziehen. Ups. Nein, ich wollte nicht wegstecken. Sorry. Jetzt. Habe ich ihn verdrückt. Was passiert? Gerade hier in Red Dead passiert es mal ganz gerne. Aber mittlerweile muss ich sagen, komme ich mit der Steuerung immer besser zurecht. Also, okay. Sie müssen ja mehr die haben. Nein, die hier. Am besten, wenn du die ausrüstest. Ja, auf Stufe 6 schon, geil. Lily May. Lily May, you think you're so great. Strutting around. Nose in the air. Holding hands with that dump. Lunkhead. You care about this girl? Stand up for yourself. She'll come around. Yeah? I've been waiting. Trust me, kid. There ain't so many good men out there. Make yourself one of the good ones. Thanks, Mister. I hope you're right. Ich hab schon recht, Junge. Werd dich so wie ich. Danke. So, noch mal kurz hier Zyloge gespielt. Oh Gott, ja gut. Er wird schon. Er macht schon wieder, ne? Ach, egal, leck mich doch. Ah, verlernt's nicht, ey. Ja, nimm die einfach mal in die Hand. Ja. Sieht auf jeden Fall schön bedrohlich aus. Ja, und der Kerne geht auch einen kleinen Tick runter. Aber passt. Weiß gar nicht, wie weit ist denn das jetzt von mir zu ihm? Oh, es ist ein Stück. Es ist nicht nur ein Stück, es ist ein ganz schönes Stück. Na gut, mal gucken, was mir da auf dem Weg hin passiert. Ja, wäre man reiht hier sehr vieles und sehr. Ja, ist halt etwas. Mal auch ein etwas ruhigeres LP. Und ich glaube, dass das bei Red Dead Redemption 1 nicht ganz so drastisch war. Ich glaube, der 1 würde ich jetzt sogar als actionreicher bezeichnen. Oh ja, soll er mal machen. Hab ich da raus. Hm.
Hallo. So. Dum di dum di dum di dum dum di dum di dum. Sieht aber auch wunderschön mal wieder aus. Ne? Hier lang zu reiten ist halt echt auch geil. Obwohl, immer gar nicht so lange dauert. Lange dauert es eigentlich auch gar nicht, wenn du jetzt hier halt nicht, ich weiß nicht, alle 5 Minuten unterbrochen wirst, dauert es eigentlich auch gar nicht so lange. Beim letzten Mal wurden wir auch übelst unterbrochen. Dann dauert natürlich lange. Aber sonst geht das eigentlich. Ich meine, wir haben jetzt ja schon. Ja, die Hälfte des Weges hinter uns. Also, es ist jetzt in Ordnung. Es ist jetzt nicht so lang, dass ich jetzt sage, also. Dauert mir jetzt zu lang oder so. Ich finde das vollkommen okay. Aber es ist eine okay Länge, also. Wie sich so die Tiere und die Hasen so, finde ich ganz geil gemacht. Ich finde jetzt eigentlich zwischen den Missionen ganz nett und zwar mal hier bald Missions abklappern. Ja, Valentine will ich jetzt erstmal nicht. Ja, also, ich muss natürlich sagen, so lange, so natürlich, es ist länger als vielleicht in einem normalen, ich sag mal, normales AAA-Titel, der jetzt, weiß ich nicht, oder passiert halt weniger, aber ich finde das vollkommen okay. Da ist halt noch so ein Art Realismus, den finde ich natürlich ziemlich geil. So ein bisschen realistisch, aber nicht zu doll. Das war mir dieses Jahr bei Kingdom Come ja echt zu doll. Das habe ich auch abgebrochen. Weil das einzige LP, was ich meine, da ich abgebrochen habe. Aber ich hatte echt keinen Bock. Nee, das ist mir zu viel. Ich weiß, da gibt es eine Fanbase, die mag es. Das ist auch vollkommen okay. Aber das ist echt nicht meins. Damit wäre ich nicht glücklich. Hiermit ja. Das ist ein schöner Realismus. Hier hat man ein bisschen was zu tun. Spannende Story, aber irgendwie hat mich da. Bei Kingdom kam übrigens ja nichts gehen. Ich hätte die Story fand ich doof. Oh ja, okay. Mag sich jetzt noch entfalten, aber weil ich gespielt habe, ne. It's an interesting way of putting it, James. No doubt. I do interesting very well. It's trusting, I don't do so well. Please. I know how to work with good people, Seamus, and I work in the right way. They all say that. I never met an idiot that called himself one. Very true. In that case, I'm an idiot. Ah, da reden die ja schon. But okay, dann geht's einfach uns mal dazu. Look at me, why would I lie about this? Yeah, weil wie schnell waffen ich jetzt überhaupt bin. Geil. Na gut. Ich weiß nicht, ob wir die nutzen. Hey! Partner, this is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown, what you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur! Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together.
Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin by marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survive that. Where is he? He's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Okay, wir sollen also einen angeheirateten Cousin über einen Haufen ausrauben. Na gut, das sollte ja nicht so schwer werden. Really? Really. Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? You're the one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Well, clearly you've recovered from your bear encounter. Na gut, dann reite ich mal voraus. Could have played that better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That fella's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches? That's easy money for us. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal the stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. Ich hab den mal Hut auf. Okay. Aber echt nice. Jetzt haben wir einen Diebstahl mal vor uns. Ist ja ganz gut, mal ein bisschen ruhigere Mission. Statt immer hier Peng und so. Finde ich eigentlich gar nicht mal so übel. Ich glaube, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gechillter vorgehen. Mal gucken, ob es jetzt so einfach wird, wie wir uns das vorstellen. Ah, das ist ja schon. Gut. That must be the place up ahead. We should go on foot from here. Let's see what we're dealing with. Come on. There's the house. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Ah, so geht das. Ah, okay. Verstehe. Sorry, wollte mich nur ein bisschen ausrüsten. Ja, ich wollte es auch. Ja, sorry. Mal gucken. Anyone around? Yes. Okay. I reckon we can do it now. I'll head over, distract him by putting on a little show where you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach.
you can try the house. What do you think? Also wir auf jeden Fall dann bei Nacht. Just wait. Weil nachts ist halt immer ein bisschen geiler. Okay, let's go. Sure. You go into the house. I'll go find this wagon. Okay. Maybe take a peek through the windows before you go in. Make sure it's all quiet. Wird gemacht. Nur um sicher also. Nicht verstecken. Gott, dann gucken wir mal, wie es jetzt heute gleich wird. Sehr gut. Lass mal die Tür mal auf. Medizinschrank, das ich könnte. Na gut, hier ist nicht, hier gibt's nichts. Gut, der schläft auch sehr ruhig. Der fährt einfach mit ganz festen Schlaf. $7, egal. Das war schon mal sehr gut. Dann sind wir mal ganz leise unterwegs hier. Den Bourbon nehme ich mit. Vorsichtig. Ah, hier kann man was durchsuchen. Ohne oben geguckt zu haben. Nein. Wir müssen jetzt einfach so grüßen. Hallo, wie geht's? Wie geht's? Ich habe echt viel. Danke, nehmen wir auch noch mit. Könnten sowieso mal ganz ehrlich, wir haben das Geld ja jetzt und das reicht. Wenn wir Kopfgeld bezahlen, den ganzen Quatsch, den wir haben. Mal verkaufen. Gut. Aber egal, das können wir uns später überlegen. Wir noch mal daran gehen. Und jetzt würde ich sagen,
Verkrümmeln wir uns erstmal, oder? Oh, hier ist eine Truhe. Haben wir die schon durchsucht? Nein. War nicht oben auch noch eine Truhe? War nicht oben auch noch eine Truhe? Na gut. Dann gehen wir hier wieder raus. Get on, dear boy. Na gut, die werden sich bestimmt auch immer noch wundern. Aber dann ist es zu spät. So, dann würde ich sagen, verkrümmen wir uns mal wieder. Nicely done. We got everything we needed. And I'm pretty sure they never even knew I was there. Just wait. Less problems, the better right now. Just need to get this back to Seamus in one piece, and it's a good night's work. So what were you able to lift from the house? Found some money stashed away. Must be a few hundred, not too bad. Not bad at all. Ja, die sind, wenn die morgen aufwachen, ziemlich arm. Wasn't the first time Mr. Matthews had stared death in the eye, and as usual, he did not flinch. Yeah, exactly. How long you think we're gonna stick around here for? Not sure. Till we can't, I suppose. Feels like we're starting to get back on our feet, slowly but surely. Just need to keep at it. Dutch has a new money chest stashed in a safe spot away from camp, but it's a long way from being full. I hope it's not stashed in town like we did in Blackwater. Even if we had to dump the money from the ferry, we could have at least got the rest out if it was hidden someplace else. No, I think we've learned our lesson there. And a few other lessons besides. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Okay. Wir haben es geschafft, Leute. Es war ja relativ einfach. Oh Mensch, er weiß auch, dass sie jetzt kommen. Hallo, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Park that thing in here. Quickly. Ja, war ja schon schnell. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Nah, I'll catch up with you later. Okay. Stay out of trouble. 457 habe ich jetzt. Ja, 457, ne? Ganz ehrlich, komm, lass uns mal ganz kurz, wenn sie 457 den Scheiß bezahlen. Und dann habe ich meinen Frieden. Denn ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen blöde, wenn ich jetzt die ganze Zeit Kopfgeld habe.
Ich wollte es ja eigentlich lassen, aber nee, es ist voll scheiße. Okay. So. Hallo, Mister. Na, wie geht's? Kopfgeld bitte bezahlen. I don't even want to know where that money came from. Musst du auch nicht wissen wollen. Danke sehr. Yeah, have a good one. Gut, Leute, ich habe mein Kopfgeld bezahlt. Ich bin wieder schuldenfrei. Yay, geil. Pferdchen, was hast du da vor? Pferdchen. Hey. Boy. Ja. So. Ich würde sagen, wo ist denn hier die nächste Quest? Die ist schon, das geht auch nicht, ne? Ach, John, was für... John Marston? John hat der Quest, okay, das ist krass. Das ist krass. Na gut, dann will ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Haut rein, euer Pyrus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.